Ich grüße euch zu unserem mittlerweile achten Video aus der Reihe Übungen für zu Hause. Heute hat Martin für euch ein sehr interaktives Training vorbereitet. Ihr braucht ein Schwert dazu oder einen Stock oder auch per Hand könnt ihr es machen. Ein bisschen Platz, zur Not geht das auch im Sitzen und alles weitere wird Martin euch erklären. Ich werde jetzt auch Martins Anweisungen folgen und hoffe, es wird euch Spaß machen. Ich bin mal gespannt, was er mit uns vorhat. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir das Training ein bisschen anders gestalten und zwar möchte ich was ausprobieren. Und zwar so, dass ihr im Video oder direkt durch das Video auf meine Aktion reagieren könnt und tatsächlich auch euren Kopf trainiert und eben nicht nur euren Körper. Idealerweise habt ihr dazu ein Schwert in der Hand oder einen Stab oder etwas anderes Schwertartiges. Es tut aber zur Not auch die Hand und idealerweise habt ihr natürlich auch etwas Platz. Es geht aber auch im Sitzen dann einfach natürlich nur mit der Hand die entsprechenden Schwertbewegungen machen. Und als erstes möchten wir ein paar nochmal Drills durchgehen, einerseits um etwas warm zu werden, andererseits um ein paar Aktionen einzutrainieren. Und zwar starten wir in dieser Position. Rechtes Bein ist vorne, Schwert deckt unsere eigene rechte Körperhälfte ab, Hand ist ungefähr auf Hüfthöhe und wir stellen uns vor, was würden wir machen, wenn ein Angriff von unserer linken Seite kommt, also der Gegner mit einem Angriff von rechts angreift. Nun ja, wir würden wahrscheinlich parieren, wir würden irgendwie versuchen, dagegen wieder anzugreifen und wir müssten wieder in eine Deckung gehen. Also das ist diese Aktion. Wir parieren, drehen den Körper ein bisschen ein, wir schlagen auf der gleichen Linie zurück, ist wohl erstmal das Einfachste, und dann decken wir wieder ab. Also parieren, Ripost und wieder in eine deckende Position. Und das Schöne ist, von dieser Seite können wir das Gleiche machen, wenn jetzt uns jemand von unserer rechten Seite angreifen würde, also jemand greift mit einem linken Hau an, dann geht das hier genauso. Parieren, Gegenangriff und wieder in die Deckung. Also auch von der anderen Seite parieren, Gegenangriff mit einem Hau von links und dann wieder in die Deckung, weil das Schwert ist wahrscheinlich immer noch auf der Seite. Kommst wieder von hier, parieren, Gegenangriff, Deckung. Von da parieren, Gegenangriff, Deckung. Und ihr könnt parieren sowohl mit der Warenschneide, also dann dreht ihr die Hand hier ein, greift mit der Warenschneide an und deckt wieder. Oder ihr könnt mit der falschen Schneide parieren, also einfach jetzt das Schwert hochreißen. Dazu muss aber der Arm schön gestreckt sein. Parieren, Angriff, Deckung. Der falsche Schneide auf der Seite. Parieren, schön gerade die Hand. Gegenangriff, Deckung. Und das machen wir jetzt einen kurzen Moment. Deckung, parieren, Gegenangriff. Deckung, Gegenangriff, Deckung, parieren, Gegenangriff, Deckung. Okay, und das soll damit schon reichen. Also mit den Händen ist das dann eben parieren oder eindrehen, Gegenangriff, Deckung, parieren, Gegenangriff, Deckung. Und was ich jetzt mache, ist, euch Heue von links und rechts zu geben. Erstmal abwechselnd, einfach um die Sache einzutrainieren. Ich werde mit einem Hau von rechts anfangen, also habt ihr das Schwert auch selber am Anfang an eurer rechten Seite. Also auf geht's, Hau kommt von rechts, ihr pariert, ihr macht den Gegenangriff und ihr geht wieder in Deckung. Nochmal von der Seite, parieren, Gegenangriff, wieder Deckung. Und noch einmal, parieren, Gegenangriff, Deckung. Jetzt kommt der Hau von der anderen Seite. Ihr habt das Schwert also an eurer linken Seite. Der Angriff kommt von links. Ihr pariert. Ihr greift auf dieser gleichen Linie hier zu meinem Oberkörper an und ihr geht wieder in die Deckung. Parieren, Gegenangriff, Deckung. Sehr gut. Und noch einmal parieren, Gegenangriff, Deckung. Okay. Jetzt machen wir die Sache einmal abwechselnd. Erst von rechts, das Schwert fängt also wieder bei eurer eigenen rechten Seite an. Rechter Fuß die ganze Zeit vorne. Rechts
Parieren, Gegenangriff, Deckung. Links. Parieren, Gegenangriff, Deckung. 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 Okay, ich denke, ihr seid bereit für ein bisschen Wechseln. Das heißt, ihr müsst jetzt selber erkennen, von wo der Schlag kommt und selbstständig dann entscheiden aus eurer Position. Okay, kommt der Schlag von rechts, von mir, also von euch rechts, für mich links gerade, oder kommt er von der anderen Seite und dann deckt ihr, schlagt auf der gleichen Linie zurück und deckt euch wieder. Alles klar? Okay, auf geht's. Parade, Gegenangriff, Deckung. Parieren, Gegenangriff, Deckung. Und noch ein Parade, Gegenangriff, Deckung. Okay, wir wollen eine zusätzliche Aktion reinnehmen. Und zwar müsst ihr jetzt erkennen, wir fangen erstmal nur mit Angriffen von meinem Rechten an, also auf eure linke Seite. Und zwar müsst ihr jetzt erkennen, ob der Angriff nach oben geht oder nach unten. Und wenn der Angriff nach unten geht, also ich sage mal, der Angriff kommt jetzt entweder für mich gerade von hier auf meinen Kopf oder er kommt hier auf mein Bein oder meine Hüfte. Wenn er nach unten geht, möchte ich meinen vorderen Fuß zurückziehen und selbst einen Schlag nach vorne machen. Entweder zum gegnerischen Oberkörper oder, da wird ja ungefähr die Hand sein, auf die Hand und dann kann ich wieder in die Ausgangsposition danach gehen. Also wenn er nach oben kommt, mache ich Parieren, Gegenangriff, Deckung. Oder wenn er nach unten kommt, weiche ich aus und schlage direkt zurück und gehe dann wieder in die Ausgangsposition. Also nochmal, dann machen wir nur noch mal was nach unten. Der Schlag kommt ungefähr hier hin. Wir gehen nach hinten, schlagen zur Hand und gehen in die Ausgangsposition. Okay, und für euch sieht dieser Angriff eben, der dann kommt, entweder aus, dass er hier nach oben kommt, dann Parade, Gegenangriff, Deckung, oder er kommt nach unten. Dann ausweichen und direkt gegen. Geh ein bisschen nach hinten, dann seht ihr es vielleicht besser, wenn er nach unten geht. Also wir machen erstmal dreimal oben nochmal. Parade, Gegenangriff, Deckung. Parade, Gegenangriff, Deckung. Parade, Gegenangriff, Deckung. Und wenn er nach unten kommt, ausweichen und die Hand angreifen. Ausweichen, die Hand angreifen. Ausweichen, die Hand angreifen. Gut. Und jetzt mixen wir es ein bisschen. Parade, Gegenangriff, Deckung. Ausweichen, Gegenangriff. Und wenn ihr jetzt kein Schwert habt, versucht trotzdem zu erkennen, wo ich hinhaue. Und entweder deckt ihr euch oder ihr schützt euren Fuß, indem ihr ihn zurückzieht. Okay, dann bringen wir das Ganze mit der linken Seite zusammen. Das heißt, wir decken uns entweder auf unserer eigenen
linken oder rechten Seite, also Parade, Gegenangriff, Deckung, Parade, Gegenangriff, Deckung. Oder wir ziehen zurück, egal jetzt, ob der Hieb nach unten von rechts oder von links kommt, die Hand wird ja trotzdem irgendwo da sein. Also ist meine Reaktion auf einen Angriff von unten auf mein vorderes Bein immer die gleiche. Egal, ob es von da kommt, man könnte ja von meinetwegen auch gerne einen anderen Hau machen. Und gerne von links den Schlag nach unten machen, wenn sie von da kommt, vielleicht von rechts. Okay, wir nehmen alles zusammen. Erstmal schön entspannt. Okay, das soll für den Anfang reichen. Wenn ihr Lust habt, natürlich spielt das Video einfach nochmal ab. Ansonsten freue ich mich immer über Feedback. Und wenn das eine gute Trainingsvariante für euch ist, dann lasst es mich wissen, dann können wir davon gerne mehr machen. Vielen Dank.